Als Mensch halt unterscheide. Also ich war ja irgendwie vor 10 Jahren oder so noch ein bisschen anderer Typ, habe andere Sachen erlebt gehabt oder ja. Also hast dich das nicht nur musikalisch sehr beeinflusst, sondern auch sehr viel, was im Privaten passiert ist? Nicht nur bei mir im Privaten, was so mit der ganzen Welt passiert ist. Also für mich ist halt Musik immer Ausdruck von Persönlichkeit und dem, was ich halt denke und was ich bin. Und darum hat sich halt meine Musik dann auch verändert. Warum gibt es den Kompass ohne Norden und nicht den Kompass ohne Süden? Weil die Nadel immer nach Norden zeigt. Ja klar, aber wie bist du auf den Albumtitel gekommen? Warum hast du nicht gesagt, okay, ich nehme jetzt Norden als Himmelsrichtung und nicht Süden zum Beispiel? Ja, weil ein Kompass funktioniert doch immer nur mit dem Norden. Also es gibt keinen Kompass, der in den Süden zeigen würde. Okay, gut. Du hast gesagt, Hip-Hop als alternativer Systementwurf gefällt dir sehr, sehr gut. Inwieweit geht das denn mit der heutigen Zeit noch, dass es Hip-Hop wirklich alternativ ist? Ich glaube, jede jugendliche Subkultur, ob das jetzt irgendwie Hip-Hop ist oder was auch immer, die gibt dir halt so eine Freiheit, in ein Wertesystem reinzugehen, was halt anders ist als das, was der Rest der Gesellschaft hat. Und ich glaube, das kann man auch heutzutage noch im Hip-Hop machen. Du hast gesagt, Hip-Hop auch selber sehr schon längst Einzug in die heutige Gesellschaft erhalten hat und ist nicht mehr so verwerflich wie früher. Inwieweit hat dich das denn als Künstler auch beeinflusst? Bitte was? Ich habe es nicht ganz verstanden, okay. So laut. Okay, sorry. Hip-Hop ist ja mittlerweile auch in der Gesellschaft sehr gut etabliert und anerkannt. Und inwieweit hat dich das als Künstler beeinflusst, dass das mittlerweile anerkannt ist und du nicht mehr so rebellieren musst? Ich glaube, so krass anerkannt ist das noch gar nicht. Also es ist nach wie vor, glaube ich, so eine Musik, die von den Leuten so ein bisschen als Chaotentum oder als vielleicht auch Musik von der Unterschicht für die Unterschicht wahrgenommen wird, also zumindest von den älteren Leuten. Aber also mich hat das nicht beeinflusst. Ich meine, ich habe das ja nie so wahrgenommen. Du hast doch mal gesagt, du hast aus Wut heraus angefangen mit dem Hip-Hop. Inwieweit regt dich dieser Gedanke denn heute immer noch, beziehungsweise wieso konntest du damals nicht loslassen? Wie meinst du das? Von der Wut loslassen, weil Wut ist ja auch immer eine sehr, sehr starke Emotion und loslassen wäre dann quasi das Gegenteil. Inwiefern beeinflusst dich das heute noch? Naja, ich habe ja mit der Musik dann quasi gelernt, loszulassen. Okay. Und inwiefern möchtest du denn, dass deine Musik von den Fans verstanden wird? Naja, ich wünsche mir natürlich, dass jeder da was rausziehen kann für sich. Aber das ist ja so unterschiedlich, ne? Also ein Song, jedenfalls die Songs, die ich mache, hoffe ich, sind auf so vielen Ebenen quasi geschrieben, dass man sich einerseits sowas rausziehen kann wie vielleicht Verständnis, dass man das Gefühl hat, okay, er fühlt etwas oder hat etwas gefühlt, was ich selber auch so denke. Oder vielleicht aber auch, dass man das selber noch gar nicht erlebt hat, aber man dann sagen kann, okay, er teilt mir jetzt was Neues, Interessantes mit. Wenn du deine Musik mit einem literarischen Werk beschreiben könntest, welches wäre das? In einem literarischen Werk? Buch, Roman, egal. Comic. Wahrscheinlich Incredible Jest von Foster Wallace. Okay. Dieses Jahr hast du ja ein neues Album rausgebracht und jetzt stehen ja auch erstmal ein paar Konzerte, Festivals vor der Tür. Was erwartet denn deine Fans 2014? Naja, wahrscheinlich tue ich noch ein bisschen mit dem Album so, es ist ja noch nicht so lang her. Ja, und dann arbeite ich natürlich schon wieder an neuen Sachen. Das ist ja mein Beruf und es macht mir auch Spaß. Ich schreibe natürlich schon wieder. Gut, vielen, vielen Dank für das Interview und dann heute Abend ein sehr schönes Konzert. Dankeschön, ich danke dir.